So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Vorlesung von Zentrale Ideen und Werkzeuge von Mint Plus. Ich möchte hier wieder einsteigen. Wir sind jetzt mitten im Kapitel 02. Also mitten ist übertrieben. Wir haben 10 von 291 Folien beim letzten Mal geschafft. Das ist die letzte Folie, die wir beim letzten Mal aufgelegt und diskutiert hatten. Es erscheint mir absolut gerechtfertigt, das in so deutlicher Form zu sagen, wie Bildungspolitik und Evidenzbasierung, Wissenschaft, empirische Fundierung, wie sie sich damit in der Bildungspolitik verhält. Gut, aber das sollte nur die eine Folie sein. Gehen wir aber jetzt weiter. Wo finden sich jetzt Autoritäten in MINT in der Lehre? Sie kennen das ja vom Schulunterricht weitgehend. Die MINT-Inhalte von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, die Sie in den allgemeinbildenden Schulen gesehen haben, da kommen natürlich irgendwie mal Namen vor, ja, die Keplerschen Gesetze und ähnliche Sachen. Aber eigentlich ist das Ganze entkoppelt davon, wie das Ganze entstanden ist, von wem und auch in welcher zeitlichen Reihenfolge. Ja, die chronologische Reihenfolge in einem MINT-Fach, wie die Sachen dargestellt werden, ist natürlich nicht die chronologische Reihenfolge, wie die ganzen einzelnen Themen erfunden, entdeckt worden sind. Und insbesondere dann eben, auch wenn man manchmal dann eben ehrenhalber die Keplerschen Gesetze eben auch die Keplerschen Gesetze nennt und die Newtonschen Gesetze die Newtonschen Gesetze und die Evolutionstheorie eben die Darwinsche Evolutionstheorie nennt und so weiter, trotzdem davon entkoppelt. Oft genug ist es auch unscharf, wenn man von der Einsteinschen Relativitätstheorie spricht, zumindest bei der speziellen Relativitätstheorie, ist das eigentlich ungenau, weil es durchaus Beiträge auch von anderen Leuten dabei gab, nicht nur von Einstein. So, das heißt, die Struktur ist nicht an Persönlichkeiten orientiert. Ja, wenn Sie eine Zusammenfassung, ein Buch haben Buch über Philosophie, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nach Philosophen geordnet sein, wahrscheinlich sogar chronologisch angefangen, beispielsweise bei den Vorsokratikern oder noch früher, über Sokrates, Platon, Aristoteles und so weiter und so fort, bis hin ins 20., vielleicht sogar ins 21. Jahrhundert inzwischen. Aber so wird sicherlich ein Lehrbuch in einem MINT-Fach nicht aussehen, sondern die Struktur ist völlig von den Akteuren und Akteurinnen, von den Persönlichkeiten entkoppelt und sollte eigentlich die Struktur sein, ja, denken Sie an Biologie, zuerst gibt es, also in meinem Biologieunterricht, wenn ich mich recht entsinne, war in der 5. Klasse das Thema Botanik mit allem drum und dran, also mit dem, was man halt in einem Jahr schaffen kann. Dann in 6. Klasse war, glaube ich, Zoologie. Und dann ging es, glaube ich, schon in der 7. Klasse mit Humanbiologie los. Also das hat natürlich überhaupt nichts mit der historischen Entstehung der einzelnen Bereiche und der Entdeckung der einzelnen Fakten darin zu tun, sondern in der Botanik und in der Zoologie wird das Ganze natürlich in der Systematik, also sozusagen im Endprodukt der Systematik, also wie sie sich heute darstellt, da alles dann eingeordnet, die verschiedenen Tierarten, Gattungen, Familien und so weiter und so fort. Sollte natürlich dann auch nicht rein fachwissenschaftlich, da präsentiert werden, sondern das soll natürlich auch schon noch, wenn es geht, didaktisch überlegend dabei sichtbar werden. So, wie sieht es in der Medizin aus? Sie kennen ja die Diskussionen, die ewigen Diskussionen über Schulmedizin oder Alternativmedizin, wobei die einzelnen Diskussionsteilnehmenden durchaus unterschiedliche Vorstellungen haben, was jetzt Schulmedizin und was Alternativmedizin eigentlich jeweils genau ist.
Und gut, aber ungefähre Vorstellung haben wir sicherlich davon, was Schulmedizin und Alternativmedizin ist. Darüber möchte ich jetzt nicht diskutieren. Also in der öffentlichen Diskussion und auch in der privaten Diskussion denke ich, ist typischerweise das der Gegensatz. Schulmedizin versus Alternativmedizin, aber eigentlich ist aus MINT-Sicht ein anderer Gegensatz der entscheidende, nämlich evidenzbasiert versus, das ist so ein bisschen so ein Schnackwort. Also evidenzbasiert ist ein lange eingeführter Fachbegriff und daraus hat man so ein bisschen spaßenshalber den Begriff eminenzbasiert abgeleitet. Sie können sich vorstellen, was das heißt. Evidenzbasiert eben auf Basis von empirischer Fundierung, von Studien beispielsweise, mit Probanden und Ähnlichem. Eminenzbasiert eher, was irgendeine Autorität halt so für richtig hält. Eben Eminenz, wir haben es ja hier in dem Kapitel, in diesem Abschnitt mit Autoritäten, eben Eminenz ein mehr oder weniger Synonym für Autorität. Ja. Beachten Sie, dass das nicht unbedingt dasselbe sein muss. Ja. Bei weitem nicht die ganze Schulmedizin ist evidenzbasiert. Ja. Es werden viele, gerade in der Praxis, werden viele, insbesondere jenseits der Universitätskliniken, werden viele, viele Methoden verwendet, die nicht empirisch fundiert sind. Ja, und es werden häufig Therapien verschrieben, bevor die Diagnose eigentlich nach den Regeln der Kunst oder ohne dass überhaupt eine Diagnose nach den Regeln der Kunst passiert. Ja, also ist auch in der Schulmedizin, vor allem in der Praktizierung, ist eine ganze Menge evidenzbasierter Medizin drin. Und umgekehrt, also zum Beispiel, es gibt durchaus immer mal wieder Erkenntnisse, dass Methoden der Alternativmedizin, zum Beispiel Akupunktur, dass die durchaus empirisch fundierbar sind und dann sozusagen in die Evidenz, nicht in die Schulmedizin vielleicht reingehen. Das ist halt die Frage, wie man Schulmedizin definiert. Aber zumindest in die evidenzbasierte Medizin und dementsprechend auch durchaus von den Krankenkassen in Deutschland bezahlt wird. Ja, also die Schulmedizin ist leider bei weitem nicht so evidenzbasiert, wie es häufig in öffentlichen Diskussionen den Anschein hat. Und umgekehrt ist es nicht per se ausgeschlossen, dass auch alternativmedizinische Maßnahmen evidenzbasiert sind. So, das war jetzt das Thema Autoritäten mit der zur Einstimmung. Jetzt kommen wir zu einem, denke ich, wichtigen Punkt, was Wissenschaft generell unterscheidet, wo man eigentlich sagen könnte, ja, das ist Wissenschaft. Das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft einerseits und Ideologie oder Religion andererseits. Ja, und zeigt sich, will ich an ein paar Beispielen im MINT-Bereich und in der Nähe vom MINT-Bereich dann nochmal deutlich machen, worum es da geht. Also zum Beispiel im Bereich Astronomie, Kosmologie, dass die Erde eine Kugel ist und nicht ruhend im Mittelpunkt der Welt ist, sondern ihrerseits um einen anderen Mittelpunkt kreist, der wiederum auch nicht Mittelpunkt der Welt ist und so weiter. Das ist sicherlich starker Tobak. Daran hatten viele, viele Menschen sehr stark dran zu knabbern. Für uns ist das keine große Sache, wir wachsen da mehr oder weniger hinein, aber für die Menschen, die erst einmal natürlich erstmal geprägt von der Vorstellung sind, sie sind ruhend auf der Erde, die eigentlich eher als Scheibe wahrgenommen wird und nicht als Kugel, die Welt dreht sich um die Erde, ja, der Sternenhimmel, die Sonne, die Planeten, der Mond, alles dreht sich um die Erde. Diese offensichtliche Vorstellung, dass die falsch ist, was ja auch nicht nur bedeutet, dass die Vorstellung falsch ist, sondern unsere Vorstellung, wie wichtig wir im Universum sind, ist natürlich dadurch auch nochmal sehr, sehr, also man spricht da auch von einer narzisstischen Kränkung, dass der Mensch in seiner Vorstellung, dass er die Mitte des Universums ist, dann eben gekränkt ist. Und das, was
Das ist durchaus, ja, das war durchaus nicht immer so ein Smalltalk-Thema, um es mal etwas flapsig auszudrücken. Nehmen wir die Relativitätstheorie aus der Physik als ein anderes Beispiel. Unsere Vorstellung von Raum und Zeit muss durch eine völlig unvorstellbare ersetzt werden. Naja, seitdem es irgendwelche Filme gibt, wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft, wo man dann auf spielerische Art daran gewöhnt wird, dass es vielleicht so etwas wie Zeitreise geben könnte, wofür es aber kein, natürlich bisher noch überhaupt keine physikalische Grundlage gibt, überhaupt keine Vorstellung, was das sein sollte, Zeitreise, ob das jemals möglich sein wird oder nicht. Seitdem ist man da vielleicht auch ein bisschen abgebrüht, seitdem es sozusagen zur Popkultur dazu gehört, so dass Zeit nicht unwandelbar ist. Aber eigentlich ist es schon ein ziemlich dickes Ding, nicht? Dass Zeit und Raum nicht das sind, was wir uns vorstellen. Da nehme ich gerne aus der Relativitätstheorie das Zwillingsexperiment, das Zwillingsparadoxon. Es gibt zwei Menschen, das können Zwillinge sein, müssen aber nicht zwei Zwillinge sein. Nehmen wir zwei Zwillinge her, zwei eineiige Zwillinge. Und der eine bleibt auf der Erde und der andere fliegt mit einem Raumschiff sehr, sehr schnell irgendwo anders hin. Fast mit Lichtgeschwindigkeit. Also Sie wissen ja vielleicht, dass man die Lichtgeschwindigkeit, wenn nicht noch irgendwas übersehen worden ist in der Physik, dass man die Lichtgeschwindigkeit niemals mit Materie, also Menschen zum Beispiel, dass Materie niemals Lichtgeschwindigkeit erreichen, geschweige denn überschreiten kann. Aber man kann theoretisch beliebig nah rankommen, wenn man die entsprechenden Beschleunigungsaggregate hat, mit denen man das hinkriegt. Und flitzt sozusagen durch die Welt, flitzt sozusagen durch den Weltraum und kehrt dann irgendwann wieder zurück und man stellt fest, der Zwilling auf der Erde ist deutlich älter als der Zwilling, der da durch die Gegend geflitzt ist. Ja, die genaue Erklärung, warum das so ist und wie groß der Altersunterschied ist, das sind natürlich alles die Formeln der Relativitätstheorie. Darum müssen wir uns jetzt hier nicht befassen. Aber hier geht es einfach nur darum, dass die Relativitätstheorie, unsere Vorstellung von Raum und Zeit, ja, wir reden von Raumkrümmung und Ähnlichem in der allgemeinen Relativitätstheorie, dass zum Beispiel Licht durch Gravitation, durch starke Gravitation abgelenkt wird und solche Sachen, was einfach im 19. Jahrhundert auch für die besten Physiker eigentlich noch unvorstellbar war, dass das eigentlich die Realität ist und dass das auch von der Physik und dann akzeptiert ist. Das heißt also, dass wir in einer Welt leben, die wir grundsätzlich nicht verstehen können. Unsere Sinne sind nicht darauf ausgelegt, diese Welt, wie sie wirklich ist, zu erfassen und zu verstehen. Das Einzige, was wir dafür haben, ist eine Krücke namens Mathematik. Anderes Beispiel aus ungefähr derselben Zeit wie die Physik, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass diese Vorstellung, diese deterministische Vorstellung, dass alles, was passiert, eine Ursache hat und das wiederum eine Ursache hat und so weiter und so fort, dass auch das nicht wirklich haltbar ist. Dass es irgendwelche Effekte gibt, die keine Ursache haben. Und dass wir also nicht von einer vollständig kausalen Welt reden können. Das hat mit unserer Welt, in der wir leben, eigentlich gar nichts zu tun. Das passiert im subatomaren Bereich alles, ja. Theoretisch wären solche Effekte auch in der für uns durch unsere Sinne erfahrbaren Welt möglich, aber sie sind so astronomisch unwahrscheinlich, weil, salopp gesagt, diese ganzen zufälligen Effekte sich gegenseitig aufheben und in unseren Skalen, auf denen wir die Welt beobachten können, ist die Wahrscheinlichkeit praktisch null, dass sie sich gerade mal nicht alle gegenseitig aufheben, sondern alle in dieselbe Richtung sehen, sodass wir auch auf unserer makroskopischen Ebene einen Effekt beobachten können. Eine weitere narzisstische Kränkung des Menschen war natürlich die Biologie, die Evolutionstheorie. Auch das muss man sich klar machen, was für
grandiose Verwerfungen das mit sich gebracht hat bis heute, dass es Länder bzw. auch Bundesstaaten der USA meines Wissens gibt, in denen die Lehre der Evolutionstheorie in der Schule nicht erwünscht oder sogar verboten ist, in denen, wo also beispielsweise göttlicher Schöpfungsglaube oder so etwas am ersten Tag erschuf Gott Himmel und Erde und am sechsten Tag erschuf er die Menschen und am siebten Tag ruhte er und solche Sachen, dass das eigentlich, also dass viele Menschen immer noch damit hadern, dass was die Biologie da herausgefunden hat, der Mensch, vor allem eben, dass der Mensch nicht engelsgleich ist, nicht gottgleich ist und auch nicht die Krone irgendeiner Schöpfung, sondern tiergleich ist. Da gab es in den, wie lange mag das her sein, irgendwann in den 60er oder 70er Jahren vielleicht, hat ein damals bekannter deutscher Verhaltensforscher, deutsch oder österreichisch, ich glaube deutsch, namens Konrad Lorenz einen interessanten Satz geprägt. Damals ging es viel in den im populärwissenschaftlichen Bereich um die Frage, wie sah das Missing Link, das fehlende Glied aus zwischen Affe und Mensch? Und er hatte dann den Satz formuliert, ich habe das Missing Link zwischen Affe und Mensch gefunden. Wir sind es. Also dieser Satz, glaube ich, bringt in einer Nutshell das genau zum Ausdruck, was die Evolutionstheorie uns vermitteln möchte, dass wir auch nur ein Zwischenglied sind, wenn wir es nicht hinbekommen, uns und den Rest des Lebens auszulöschen, dass wir dann auch nur ein Glied sind in der Weiterentwicklung und nicht die abschließende Krone der Schöpfung. Und eine weitere bekannte narzisstische Kränkung, unter anderem verbunden mit dem Namen Sigmund Freud, dass wir nicht sozusagen Herr im eigenen Gehirn sind, dass wir nicht wirklich selber denken, sondern uns nur eindenken. Wir bilden uns nur ein, dass wir sozusagen ein rationales, bewusstes Wesen sind und dass das meiste doch, dass eigentlich das Ganze im Unbewussten passiert und keineswegs rational ist. So, daraus möchte ich versuchen, ein Kriterium für Wissenschaftlichkeit zu formulieren und ich denke, dass das auch breiten Konsens finden würde im Bereich MINT, vielleicht auch darüber hinaus, da möchte ich jetzt keine Spekulationen anstellen. Also das Ergebnis Offenheit, die sozusagen die Determinante ist, ob etwas wissenschaftlich oder nicht. Ja? Eine Ideologie ist nicht ergebnisoffen, sondern da setzt man voraus, die eigenen ideologischen Vorstellungen sind die richtigen. Eine Religion ist ebenfalls nicht ergebnisoffen, sondern da setzt man voraus, dass der eigene religiöse Glaube richtig ist und man akzeptiert auch in vielen Kulturen, nicht, in vergangenen und wie teilweise auch in heutigen Kulturen, akzeptiert man auch wissenschaftliche Ergebnisse nicht unbedingt, die der eigenen Religion, der eigenen Ideologie zuwiderlaufen. So, das ist also sozusagen der Punkt. Wenn eine Disziplin undiskutierbare Prämissen hat, also wenn eine Diskussion auf Prämissen wenn eine Disziplin auf Prämissen aufbaut und wenn man die Prämissen wegnimmt, ist die ganze Disziplin weg, sozusagen, dann ist das sicherlich ein sehr starkes Indiz, dass das keine nicht wirklich wissenschaftlich ist, als wissenschaftlich bezeichnet werden sollte, sondern als Ideologie oder Religion oder was auch immer. Dann ist es nicht Wissenschaft, sondern Ideologie oder Religion. Beispiele, zum Beispiel, ich kann mich noch an meine Kindheit und Jugend und Adoleszenz erinnern, als in großen Teilen Deutschlands der wissenschaftliche Marxismus, Leninismus hochgehalten wurde. Sie sehen schon an der Begrifflichkeit, dass das ein bisschen fragwürdig ist, das wissenschaftlich zu nennen. Also die Anführungszeichen stammen natürlich von mir hier. Das Marxismus, also die Lehren von Marx und Lenin wurden als genau, waren undiskutierbare Prämissen
wurden als grundsätzlich wahr gehalten, in dem Sinne nicht ergebnisoffen. Und dementsprechend wäre es nach unserem Kriterium hier auf dieser Folie nicht wissenschaftlich. Oder anderes, auch etwas, was seinerzeit, in der ersten, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Wissenschaftlichkeit, den Rang von Wissenschaftlichkeit beansprucht hat. Nämlich so Begriffe wie Rassenlehre, die allerdings nicht nur von den Nazis propagiert wurden. Es war übrigens auch ein weltweit, durchaus ein weltweit anerkanntes Thema, Rassenlehre. Ja. Auch in anderen Staaten, in anderen Kulturen wurde Rassenlehre betrieben. Also es hatte schon gesellschaftlich durchaus den Rang einer Wissenschaft, aber sachlich, ich meine, zumindest aus heutiger Sicht, natürlich keineswegs. So, gucken wir uns Theologie an. Passen Sie auf, dass Sie Theologie nicht als Religion abtun. Theologie kann durchaus und ist zumindest unsere Theologie, wie wir es in Deutschland verstehen, die christlich geprägte Theologie, setzt gar nicht unbedingt voraus, dass die Religion stimmt, sondern betreibt beispielsweise Quellenkunde, betreibt archäologische Kunde und so weiter und so fort, um sozusagen beispielsweise Inhalte der Bibel in Verbindung zu bringen mit der realen Historie. Zum Beispiel, um die Frage zu beantworten, hat Jesus wirklich gelebt oder ist er nur eine Sagengestalt? Ja, das sind ja durchaus wissenschaftliche, das sind keine religiösen Inhalte, das sind wissenschaftliche Inhalte. Ob es eine Person gegeben hat, auf die das Christentum tatsächlich in der mehr oder weniger in der Form zurückgeht, wie von der Bibel beschrieben. Ja, also da sollte man vorsichtig sein, nicht zu schnell den Stab zu brechen. So, was ist das Gegenteil von radikal ergebnisoffen? Das besondere Gegenteil, also das krasseste Gegenteil, glaube ich, was man sich vorstellen kann, ist eine Sichtweise, die man auch manichäisch nennt, dass man die Welt in Gut und Böse aufteilt. Ja? Wobei man typischerweise dann eben die Aufteilung so vornimmt, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Ja? Irgendeine andere Religion, Ethnie, ein anderes Volk, ein anderes Geschlecht, ein anderer, ich weiß nicht was, ja, oder keine Ahnung, die Blonden gegen die Dunkelhaarigen oder was immer da als Unterscheidungsmerkmal von manichäisch denkenden Menschen genommen wird. Ja, also Freund und Feind denken. Das finden Sie auch als Stichwort Tribalismus. Das hat vor ein paar Jahren hat mal jemand gefragt, was das mit der Zahl 3 Tri zu tun hat, wenn es doch hier um binäre Sachen, Gut und Böse geht. Das hat nichts mit Tri wie 3 zu tun, sondern Tribe, der Stamm, Tribalismus. So, aber natürlich, wenn wir von manichäisch, von maximal an die ergebnisoffen nur sprechen, wenn die Leute dann, die diese manichäische Brille aufsetzen und nicht oder nicht absetzen, dass sie sich auch nicht durch Fakten beirren lassen in ihrer Sichtweise. Und wir hatten da schon Positiv-Negativ-Begriffspaare, Emotive Conjugation, dass der eine Begriff von den beiden positiv und der andere negativ besetzt wird. Ich lasse mal offen, für die einen ist der eine Begriff positiv besetzt, für den anderen ist der andere Begriff positiv besetzt. Ich persönlich finde die Begriffe rechts und links eigentlich unbrauchbar für Diskussionen, weil sie erstens mal verbrannt sind. Jeder benutzt das als Kampfbegriff, je nachdem, ob er gegen die Rechten oder gegen die Linken wettern will. Und offensichtlich sind diese Begriffe hoffnungslos unterspezifiziert, nicht? Und hoffnungslos missverständlich, sodass es eigentlich nicht sinnvoll ist, diese Begriffe zu verwenden. Oder gut, ein bisschen besser vielleicht ist konservativ versus progressiv, was viele Leute dann einordnen, konservativ gleich rechts, progressiv gleich links. Kann man darüber streiten, ob nicht zum Beispiel im ökologischen Bereich konservativ und links eher zusammenpassen? Will ich mal alles offen lassen, sind hier nur Beispiele. Ein anderes Begriffspaar mit positiv-negativer Besetzung, wobei ich natürlich auch
wobei natürlich auch wieder die einen das eine positiv sehen, die anderen das andere positiv sehen. Und dieses Beispiel hatten wir auch schon, ja, Alternativmedizin, oft dann eben auch mit positiv besetzten Begriffen benannt, sanfte Medizin, pflanzliche Medizin und so weiter. Was natürlich unangebracht ist. Pflanzlich ist nicht unbedingt nur Alternativmedizin, sondern es gibt auch in der Schulmedizin viele pflanzliche Mittel und pflanzlich muss nicht unbedingt immer sanft sein, ganz und gar nicht. So, das hatten wir dann schon im Kapitel 01 unter dem Stichwort Emotive Conjugation. Da hatten wir zum Beispiel, will ich nur noch mal ein Beispiel zur Erinnerung, in Erinnerung rufen, was wir da hatten: Terrorist, Freiheitskämpfer. So, also was heißt radikal ergebnisoffen oder was heißt wissenschaftlich? Das ist der entscheidende Punkt, die eigenen Sichten und Argumente über ihre Schmerzgrenze hinaus zu hinterfragen. Ja? Wenn Sie die Sichten und Argumente derjenigen, die Sie nicht richtig finden, hinterfragen, dann gehen Sie nicht über eine Schmerzgrenze hinaus. Ja? Wenn Sie Ihre eigenen Sichten und Argumente, Ihre eigenen Standpunkte hinterfragen und sich tatsächlich darauf einlassen, dass ihr ganzes Weltbild vielleicht falsch sein könnte, dann kann man das sicherlich im wohlverstandenen Sinne wissenschaftlich nennen. Das ist, denke ich, der Wissenschaftsanspruch, der in MINT auf Basis von vielen, vielen bösen Erfahrungen, dass das eigene Weltbild doch nicht gestimmt hat, sich so langsam herausgeprägt hat und der hoffe ich mal auch andere Wissenschaften sehr stark leitet. Also die eigene heißt natürlich auch die eigene Referenzgruppe. Ja, wenn Sie in einer Partei sind oder in manchen Wissenschaften gibt es Schulenbildung, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn Sie bereit sind, dann tatsächlich auch die eigenen Sichten und Argumente beziehungsweise die der eigenen Referenzgruppe zu hinterfragen. Heutzutage, ja, vor ein paar Jahren hätte man von Echokammer vielleicht gesprochen. Da war das ein populärer Begriff dazu. Heute ist eher der Begriff Filterblase da populär. AKA, falls Ihnen das nicht geläufig ist, heißt also known as. Also genau auch bekannt unter dem Namen Filterblase. Das ist der wichtige Punkt, ja. Wenn Sie zu einem politischen Thema eine klar dezidierte Meinung oder sogar eine ganze Weltanschauung haben, ja, kapitalistische oder kommunistische Weltanschauung, ja, wenn Sie dann die entsprechende gegengesetzte Weltanschauung hinterfragen, kann das wissenschaftlich sein, aber es ist noch kein Beleg dafür, dass Sie wissenschaftlich denken, dass Sie eine wissenschaftliche Haltung dabei haben. So, das sind jetzt so ein paar, eigentlich so ein paar Mentalitätsfragen gewesen. Ja, was sind Autoritäten in MINT? Wir haben auch gesehen, dass nicht überall Autoritäten genauso gesehen werden wie in MINT. Ja, was ist eigentlich Wissenschaftlichkeit nach MINT? Und jetzt gucken wir uns mal an, wie kommt man überhaupt daran, in MINT irgendetwas festzustellen? Und ich habe mit Bedacht die Formulierung gewählt, Herstellung von Glaubwürdigkeit, weil mehr kann man nicht erreichen. Ja, in einer Religion oder eine Ideologie hat einen höheren Anspruch, die hat einen Anspruch, dass sie die grundsätzliche Wahrheit verkündet, aber wissenschaftlich ist sicherlich nicht, dass man versucht, die grundsätzliche Wahrheit zu verkünden. Wäre natürlich schön, wenn man das mal hin und wieder könnte, aber zumindest Glaubwürdigkeit herzustellen für wissenschaftliche Aussagen, die man für richtig hält. So, wir haben erst einmal empirische Wissenschaften. Das ist natürlich auch nicht alles nur mit, ja, nicht? Es gibt auch empirische Sozialforschung und Ähnliches. Und bei Medizin kann man zu MINT rechnen, rechne ich auch häufiger mal zu MINT, weil es ja doch sehr viel Verknüpfung zur Statistik hat, also zur Mathematik oder andererseits aber auch zu Chemie und Biologie, sodass es durchaus nicht falsch ist, zumindest große Bereiche der Medizin auch mit zu MINT zu zählen, also wo es natürlich auch viel Empirie gibt. Und da ist dann typischerweise nicht, typischerweise, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, typischerweise reicht nicht eine einzige Studie aus, um Glaubwürdigkeit herzustellen, sondern man wird
eine große Menge an Studien, einer Studienlage brauchen, um auf deren Basis vorsichtig schlussfolgern zu können, wie es sich nun wirklich verhalten mag. Ja, also experimentelle Physik, da hat man eine bessere Situation als in vielen anderen Bereichen, als beispielsweise in Medizin. Hier können Sie typischerweise im Labor die Phänomene, die Sie betrachten wollen, isolieren und isoliert betrachten, während beispielsweise Medizin mit Probanden bleibt nichts anderes übrig, als Statistik zu treiben und zu hoffen, dass aus den Stat die statistischen Ergebnisse signifikant sein werden. Fundiert spekulativ wird Sie vielleicht überraschen, aber das ist zum Beispiel etwas, wo man sicherlich die theoretische Physik nennen kann, die ja versucht, ohne Experimente erst einmal, die versucht durch zum Beispiel mathematische Ableitungen herauszufinden, wie wohl die Welt beschaffen sein mag, die beispielsweise ein schönes Beispiel ist, ein Physiker namens Dirac hat mal festgestellt, dass eine zentrale oder hat sich mit einer Gleichung befasst, die bestimmte Aspekte der Welt beschafft, hat festgestellt, dass diese Gleichung zwei Lösungen hat, eine positive und eine negative, und daraus postuliert, neben Materie, die positive Lösung, muss es auch so etwas wie Antimaterie geben, negative Lösung dieser Gleichung. Und tatsächlich hat man dann irgendwann später also man hat daraufhin entsprechende Experimente gestaltet und gestartet, um diese mysteriöse Antimaterie zu finden. Und tatsächlich ist man fündig geworden. Die Mathematik hat also tatsächlich Recht behalten und die experimentelle Physik hat das bestätigt. Was man natürlich nicht einfach so glauben muss, nur weil man da irgendwas mathematisch ableitet, das eine gleiche Zwei-Lösung hat, heißt das noch lange nicht, dass die Welt, also bis jetzt ist die Welt der Mathematik ja eigentlich ganz gut gefolgt, aber das heißt natürlich nicht, dass sie immer überall folgen wird. Also auch wenn es noch so fundiert ist, wie zum Beispiel dieses Beispiel mit den zwei Lösungen einer Gleichung, muss es noch empirisch belegt werden. Denken Sie wieder an Albert Einstein mit der Relativitätstheorie, seine Beiträge zur speziellen Relativitätstheorie und zur allgemeinen Relativitätstheorie wurden auch erst dann wirklich als Realität akzeptiert, also als mehr, nicht nur als eine nette Spielerei, ein nettes Modell, ein nettes Welterklärungsmodell, sondern als Realität, als sich die positiven Ergebnisse gehäuft und gehäuft und gehäuft haben und nie ein negatives, nie ein widersprechendes Ergebnis gefunden wurde. Eine weitere Möglichkeit ist eben mathematisch. Da müssen wir allerdings nochmal genau schauen, was das heißt. Ausschließlich streng mathematisch formulierbare Aussagen auf Basis von Axiomsystemen. Also sei V ein Vektorraum über Körper K, dann gilt das und das oder solche Sachen. Ja. Sowas in der Form. Was sind Axiome? Das sind als wahr angenommene mathematische Aussagen. Ja, wir müssen uns klar machen, dass mathematische Aussagen immer Wenn-Dann-Beziehungen sind, Implikationen. Wenn die Welt, die mathematische Modellwelt, die wir da haben, wenn da die und die Eigenschaften gelten, wenn da die und die Regeln gelten, dann lassen sich die und die neuen Regeln daraus folgern. Dann müssen die auch in dieser mathematischen Kunstwelt folgern. Ja? Das ist die Natur von mathematischen Aussagen. Wenn wir uns eine mathematische Kunstwelt vorstellen, in der die Regeln A, B, C gelten, dass man dann mathematisch beweisen kann, dass dann auch die Regeln X, Y, Z in dieser Kunstwelt, die mit der Realität erstmal überhaupt nichts zu tun haben muss, dann auch gelten müssen. So, und wie erlangen die Glaubwürdigkeit? Indem man sie im Rahmen der Axiome dieser Kunstwelt tatsächlich durch Argumentationen, durch logisch stringente, unbestreitbare Argumentationen beweist. Also erstmal nur in einem künstlichen mathematischen Weltmodell gültig.
der mit der realen Welt erstmal nichts zu tun hat, ist in der realen Welt, beziehungsweise in einem Bereich der realen Welt, zum Beispiel im subatomaren Bereich oder im kosmischen Bereich, auf dieser Skala beispielsweise. Ja, nur wenn die Axiome erfüllt sind, beziehungsweise hinreichend genau erfüllt sind, nur dann ist auch, es sind, also wenn also die reale Welt hinreichend genau dieser mathematischen Kunstwelt entspricht, nur dann lassen sich diese Schlussfolgerungen aus der mathematischen Kunstwelt in die reale Welt mit etwas Vorsicht, denn es kann immer noch sein, dass es doch nicht stimmt, aber mit etwas Vorsicht dann übertragen. Einfaches Beispiel, kennen Sie aus der Schulmathematik, unsere Welt, in der wir uns bewegen, ist in dreidimensional, ja, Höhe, Breite, Tiefe oder so etwas, Höhe, Breite, Länge oder so etwas. Ja, alles lässt sich immer in drei Dimensionen, in drei Koordinaten beschreiben. Aber das stimmt aber auch nicht ganz. Das ist, wenn Sie zum Möbelladen gehen und da Abmessungen von Möbeln machen mit einem Zentimetermaß, dann ist das natürlich ausreichend genau, dass sie da einfach, dass die, dann ist die, dann, dann ist unsere reale Welt natürlich in diesem Bereich ausreichend genau gleich einem 3D-Vektorraum. Aber wenn Sie andere Situationen haben, wo Sie im kosmologischen Bereich, ja, wo Sie dann plötzlich relativistische Effekte, zum Beispiel GPS, dann die GPS-Signale müssen bereinigt werden, müssen korrigiert werden, um relativistische Effekte. Ja, an dieser Stelle reicht es nicht, die Physik des 19. Jahrhunderts zugrunde zu legen und einfach von Ausbreitung im Vakuum oder in der Luft dann von elektromagnetischen Wellen dann da die Formeln anzuwenden. Oder im subatomaren Bereich entsprechende quantenmechanische Effekte. Also diese Vorstellung, die ja sicherlich auch im Mathematik- und Physikunterricht kultiviert worden ist in der Schule, die gilt natürlich nicht in den Bereichen, also nur in den Bereichen, die wir mit normalen alltäglichen Hilfsmitteln beobachten. So, das sind die verschiedenen Herangehensweisen. Also wir werden noch sehr viel auf einzelne konkrete Punkte zu sprechen kommen. Am Anfang betrachten wir jetzt noch ein paar grundsätzliche, wenn man so will, philosophische Erwägungen. Wir werden auch ein paar Ausflüge in die Philosophie, in die Wissenschaftsphilosophie hier an dieser Stelle machen. Was ist eine Theorie? Wir machen sich erstmal klar, dass der Begriff Theorie in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen ganz anders, ganz unterschiedlich gemeint ist. Dass sie eine von einer Theorie in den Sozial-, wenn, dass der Begriff Theorie in beispielsweise Sozial-, Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften gar nicht genauso gemeint ist wie im MINT-Bereich. Und allein, dass wir hier ein Polysem haben, dass Theorie ein Polysem ist, was in den einen wissenschaftlichen Disziplinen so und in den anderen wissenschaftlichen Disziplinen so verwendet wird, sorgt schon für so einige Verwirrungen, die man vermeiden könnte. So, was ist bei empirischen Wissenschaften generell eigentlich, zumindest im MINT-Bereich so? Eine Theorie ist ein strukturiertes System wissenschaftlicher Aussagen. Ja, das ist zum Beispiel die Relativitätstheorie, wenn ich jetzt die Physik nochmal nehme. Da gibt es Aussagen darüber, wenn sich ein Körper in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, dass dann die Zeit, dass die von uns beobachtete Zeit langsamer geht, dass dann die Abmessung, die Länge in der Geschwindigkeitsrichtung kürzer wird. Wir messen eine größere Masse als dieses Objekt eigentlich hat und so weiter und so fort. Ja, das meine ich mit ein strukturiertes System wissenschaftlicher Aussagen. Was zunächst einmal den Charakter von Hypothesen hat, ja, nicht unbedingt von den Charakter von bewiesenen wissenschaftlichen Aussagen. Eine Theorie, wir reden auch dann von einer Theorie, wenn diese ganzen wissenschaftlichen Aussagen gar nicht bewiesen sind oder gar nicht ausreichend gut bewiesen sind, begründet sind. So, was heißt jetzt hier der Begriff von Fundiertheit? Ja, das ist natürlich, wenn wir hier von Hypothesen reden,
Auf der anderen Seite aber von Sachen wie der Relativitätstheorie sprechen, die wir eigentlich so als bewiesen ansehen. Wir werden noch zum Begriff bewiesen kommen, was das bedeuten kann und was es nicht bedeuten kann. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja, aber die Relativitätstheorie, die Aussagen darin kann man eigentlich nicht mehr so als reine Hypothesen ansehen. Da kommt dann die Fundiertheit ins Spiel von rein spekulativ. Ja, Gedanken über religiöse Sachverhalte vielleicht, bis de facto bewiesen, wie bei der Relativitätstheorie, aber eben auch nur in Anführungszeichen de facto bewiesen. Also nicht wirklich mit hundertprozentigem und endgültigem Anspruch auf Wahrheit. Das werden wir uns jetzt ansehen. Dann fangen wir erstmal an mit dem ersten Punkt, rein spekulativ. Zum Beispiel gibt es in der theoretischen Physik eine Stringtheorie. Meines Wissens gibt es überhaupt keine Vorstellung davon, wie man überhaupt diese Stringtheorie beweisen oder widerlegen kann. Insofern ist diese Stringtheorie rein spekulativ, de facto bewiesen. Zum Beispiel die Relativitätstheorie hatten wir schon mehrfach. Es gibt unzählige Experimente und Naturbeobachtungen, die bis auf die letzte Nachkommastelle genau auf die Vorhersagen der Relativitätstheorie passen. Und es gibt keine Experimente und Naturbeobachtungen, die der Relativitätstheorie widersprechen. Das ist sicherlich ein hoher Grad an bewiesen. Evolutionstheorie wird man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Da wird man sicherlich nicht sagen, dass die genauso fundiert bewiesen ist wie die Relativitätstheorie, aber doch, wenn man den Biologen Glauben schenken will, doch ausreichend gut bewiesen, dass man von de facto bewiesen sprechen kann. Was heißt das eigentlich? Was heißt das, dass eine Theorie de facto bewiesen ist? Jetzt kommen wir langsam in die Wissenschaftsphilosophie rein. Also, ich hatte es ja eben bei der Relativitätstheorie schon gesagt. Muss vorhersagen, also alle bisherigen Naturbeobachtungen, Experimente entsprechen bis auf die so und so vielte Nachkommastelle genau den Vorhersagen der Relativitätstheorie, also dem, was man mit der Relativitätstheorie, mit den Formeln berechnen kann, was man eigentlich, also wo man vorausberechnen kann, was man eigentlich messen würde, genau das misst man auch. Das heißt also, diese Vorhersagen lassen sich überprüfen. So, und wenn diese Vorhersagen immer und immer wieder auch mit hohem Exaktheitsgrad bestätigt werden und nie eine signifikante Abweichung beobachtet wird, natürlich beobachtet man immer wieder signifikante Abweichungen von den Vorhersagen. Aber bis jetzt war es bei der Relativitätstheorie und auch diversen anderen Theorien so, es hat sich immer herausgestellt, dass das doch irgendwie methodischer Fehler im Experimentaufbau oder im Beobachtungsaufbau oder dass da Störgrößen drin waren oder was auch immer. So, wir müssen uns klar darüber sein, dass man eine Theorie nie wirklich beweisen kann. Man kann sie belegen, man kann einen Beleg nach dem anderen, jede Naturbeobachtung, jedes Experiment, die genau den Vorhersagen entsprechen, ist ein weiterer Beleg. Man kann Beleg auf Beleg aufschütten und es kann passieren, dass eine Naturbeobachtung, ein Experiment alles wieder zunichte macht. Das ist auch der Ausgangspunkt der Relativitätstheorie. Ja. Der Ausgangspunkt der Relativitätstheorie war in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Versuch von zwei Physikern namens Michelson und Morley. Ich will vielleicht da ein bisschen ausholen. Damals hat man geglaubt, also man hat ein bisschen gehadert damit, dass sich das Licht oder elektromagnetische Schwingungen im luftleeren Raum ausbreiten können. Das konnte man sich gar nicht vorstellen, was das überhaupt sein soll. Und man hat deshalb einen Äther postuliert, eine Art Stoff, der alles andere durchdringt, auch den luftleeren Raum durchdringt,
der aber nicht in Interaktion tritt mit Materie, der also auch keine Reibung hat mit Materie, sodass, wenn sich die Erde durch den Äther bewegt, dass die nicht abgebremst wird durch den Äther und so weiter. Aber in diesem Äther, das war jetzt nur der Name, es hat nichts mit Äther zu tun, als chemische Substanz beispielsweise, dass sich darin dann das Licht ausbreitet mit den bekannten 300.000 Kilometer pro Sekunde in alle Richtungen. So, und Michael und Morley haben sich einen scharfsinnigen Versuchsaufbau ausgedacht, mit dem sie jetzt messen können, wie schnell sich die Erde in diesem Äther bewegt. Ja, das ist ja eine interessante Frage, wenn das so ein ruhender, wenn das sozusagen die Ruhemasse des Universums ist, so wie postuliert. Wie schnell ist dann diese Ruhemasse im Verhältnis zu uns oder wie schnell sind wir im Verhältnis zu dieser Ruhemasse? Ja? Was ist dann sozusagen die Geschwindigkeit Null des Universums und wie weit weichen wir auf der Erde davon ab mit unserer Umdrehung um die Sonne? Und sie haben festgestellt, dass es egal jeder einzelne Bezugspunkt, jeder einzelne Mensch, egal mit seinem Apparaten, egal wie schnell er sich bewegt, misst dieselbe Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wenn ich hier jetzt in eine Rakete steige und beschleunige, so schnell, dass ich fast Lichtgeschwindigkeit bin, und wir beide, Sie und ich, wir messen die Geschwindigkeit desselben Lichtstrahls, wir kommen auf dasselbe Ergebnis, 300.000 Kilometer pro Sekunde, was natürlich unmöglich ist. Die beiden Herren haben alles Mögliche versucht, um herauszufinden, wo der Fehler in ihrem Versuchsaufbau ist und sind dann irgendwann zu dem Gedanken gekommen und haben andere überzeugen können, da ist kein Fehler im Versuchsaufbau. Wir haben hier ein Ergebnis, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ja, das ist ja überhaupt nicht vorstellbar, wenn eine Kanonenkugel abgeschossen wird, ja, und Sie und ich, wir bewegen uns verschieden schnell. Natürlich messen wir beide relativ zu unserer eigenen Geschwindigkeit eine andere Geschwindigkeit dieser Kanonenkugel. Und beim Licht gilt das nicht, egal, auch wenn ich fast mit Lichtgeschwindigkeit fliege im Verhältnis zu Ihnen. Ja, also Sie schicken mir einen Lichtstrahl hinterher, dessen Geschwindigkeit ich dann messe. Sie messen 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und ich, der ich mich eigentlich fast mit Geschwindigkeit, aus Ihrer Sicht fast mit Geschwindigkeit Null zum Lichtstrahl bewege, messe auch 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist eigentlich unfassbar. Und dann hat man so nach und nach, nicht erst Einstein, auch vorher, erstmal angefangen, sich zu überlegen, wie kann man das eigentlich in Formeln fassen, diese Effekte. Und so nach und nach ist dann der Gedanke gereift, das ist nicht nur ein Spiel mit Formeln, sondern das ist die Realität. Gut, also belegen bis hin zu de facto bewiesen, wie oder eben die Physik des 19. Jahrhunderts wurde durch den Michelson-Morley-Versuch widerlegt, woraus sich dann die Gedanken um die Relativitätstheorie entwickelt haben. Aber man wird etwas nie wirklich beweisen können. Und hier kommen wir jetzt in die Wissenschaft, in die Wissenschaftsphilosophie hinein, nämlich viele Leute haben sich in der Wissenschaftsphilosophie Gedanken gemacht über diese Problematik und derjenige, der da zentral sicherlich zu nennen ist, ist Karl Popper, ein Philosoph, der sich sowohl mit Wissenschaftsphilosophie als auch mit politischer Philosophie befasst hat, also der auch ein politikwissenschaftliches Standardwerk geschrieben hat, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, vor dem Hintergrund von Nazi- und Stalin-Diktatur. Damals hat er das geschrieben. Aber uns interessiert hier die wissenschaftsphilosophische Seite. Das, was ich hier so angedeutet habe, ist im Prinzip sehr, sehr stark der Gedanke, den auch Karl Popper dann weiterentwickelt hat und wo er daraus eine Definition von Wissenschaftlichkeit abgeleitet hat,
die, wenn Sie nochmal zurückschauen, nicht so viel anders ist als das, was wir jetzt hier auf den letzten Folien gesagt haben, was kein Zufall ist. Also ich sehe mich schon durch Karl Popper sehr stark geprägt, dass eine Theorie, so eine Sammlung von Hypothesen, nur wissenschaftlich genannt werden soll, wenn sie tatsächlich Vorhersagen erlaubt, wie wir das eben gesagt haben. So dass wir also theoretisch die Theorie falsifizieren können. Ja, das müssen wir uns klar machen, theoretisch falsifizieren. Es kann ja sein, dass eine Theorie richtig ist. Dann werden wir sie natürlich nicht falsifizieren können. Aber wir können uns Experimente ausdenken, wo wir sagen können, okay, wenn da nicht das herauskommt, was die Theorie gesagt hat, dann kann man sagen, die Theorie ist falsifiziert. Ein Beispiel möchte ich dafür nennen, Intelligent Design. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, können wir ganz kurz mal durchgehen. Ein interessanter Disput ist, wenn man so will, eine Art Rückzugsgefecht derjenigen, die eigentlich gerne so göttliche Schöpfungsgeschichten anstelle der Evolutionstheorie glauben möchten. So, was ist die Hypothese? Wir hatten ja gesagt, Theorien sind Sammlungen von Hypothesen. Und die zentrale Hypothese beim Intelligent Design ist, dass die Evolutionstheorie nicht alles erklären kann. Zum Beispiel die Entstehung des Auges war ein immer wieder genanntes Beispiel. Und daraus wird dann geschlussfolgert innerhalb dieser Theorie, dass es einen Intelligent Designer gegeben haben muss oder immer noch gibt, den man auch zur Abkürzung halber Gott nennen kann. Also damit wird dann sozusagen bewiesen, aufgrund dieses Arguments hier im ersten Punkt, dass die Evolutionstheorie nicht alles erklären kann, wird bewiesen, dass es einen, wie auch immer, gearteten Gott geben muss. So, und daraus lassen sich keine falsifizierbaren Vorhersagen herleiten. Ja, Sie können nicht falsifizieren, dass es einen Intelligent Designer gibt. Ja, es kann immer noch, also es ist ein ganz interessanter Punkt auch mit dem Beispiel mit dem Auge. Ja, irgendwann hat man mal, das ist noch gar nicht so lange, glaube ich, her, eine lückenlose Kette entwickelt, wie sich das Auge aus den allerersten Anfängen durch Mutation und Selektion, durch die Mechanismen der Evolution, über die verschiedenen Fossilien, die man so gefunden hat, hinweg entwickelt hat. Und seitdem ist das natürlich kein Beispiel mehr. Seitdem kann man erklären, kann die Evolutionstheorie erklären, wie das Auge zustande gekommen ist. Und daraufhin musste sich dann Intelligent Design, die Verfechter von Intelligent Design mussten sich dann wieder andere Beispiele hernehmen, um weiterhin die Behauptung zu stützen, dass die Evolutionstheorie nicht alles erklären kann. Ja, also Sie sehen die Problematik solcher nicht falsifizierbaren Theorien. Man kann dann, wenn das eine Beispiel, was Sie hernehmen, nicht mehr passt, dann nehmen Sie sich halt das nächste Beispiel her. Aber irgendwie kann das ja nicht das Wahre sein. Gut, jetzt kann man sich die Frage stellen, nur deshalb soll man das nicht als wissenschaftlich ansehen? Und daraufhin, es gibt also eine schöne Erwiderung auf Intelligent Design, um deutlich zu machen, warum es sinnvoll ist, das nicht als wissenschaftlich anzusehen. Das finden Sie unter verschiedenen Namen in der Literatur. Also das ist jetzt nicht mehr wissenschaftlich, das ist jetzt eher folkloristisch, populärwissenschaftlich maximal. Unter anderem finden Sie es unter dem Namen Intelligent Attraction. Was heißt das? Das finden Sie auch unter dem Namen Intelligent Falling und in der Wikipedia. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch im deutschsprachigen Wikipedia oder nur in der englischsprachigen Wikipedia. Was ist hier die Hypothese? Offensichtliche Hypothese, dass die Naturwissenschaft nicht alle Merkmale der Gravitation erklären kann, ja, die offensichtlich richtig ist. Das fängt ja schon mal an. Sie können mit den Keplerschen Gesetzen, können Sie die Bahnen von zwei Himmelskörpern hinreichend genau beschreiben. Und wenn Sie dann noch relativistische Effekt, also von zwei Himmelskörpern im Vakuum, muss ich natürlich sagen, die hinreichend unbeeinflusst sind von weiteren Himmelskörpern. Und wenn Sie noch relativistische Effekte hinzunehmen, dann können Sie sie richtig gut beschreiben. Aber bei drei Himmelskörpern zum Beispiel können Sie da, also das ist ein rein chaotisches Verhalten.
Also muss es wohl einen intelligenten Lenker geben, ja, dass Sie sehen, was diese satirische darin bedeutet. Wir nehmen genau dieselben Argumentationsweise her, wie bei Intelligent Design und übertragen dies auf ein anderes Beispiel. Ein Beispiel, bei dem es offensichtlich ist, dass diese Argumentationsweise absurd ist. Gut, also bleiben wir doch vielleicht besser bei dem Popperschen Falsifikationskriterium als Ausgangspunkt. Vielleicht sind wir nicht hundertprozentig damit einverstanden, aber wir bleiben das bei dem vielleicht als Arbeitsbasis und gucken da jetzt weiter. Also jede Theorie hat einen spezifischen Fundierungsgrad, nicht? Also irgendwo, wir haben eben die beiden Extreme gesehen, rein spekulativ wie die Stringtheorie. De facto bewiesen wie die Relativitätstheorie, wobei wir dann auch noch einen Unterschied gemacht haben. Also nach meiner Einschätzung wird man wahrscheinlich die Evolutionstheorie auch als de facto bewiesen einordnen wollen, aber jetzt nicht unbedingt mit demselben Fundierungsgrad wie die Relativitätstheorie. Die ist dann nochmal einen Zacken besser bewiesen oder ne, belegt, sollte ich besser sagen. Oder es gibt auch den Status natürlich falsifiziert. Ja? Wenn wir Gegenbeispiele haben, dann wissen wir, die Theorie kann nicht stimmen. Vorausgesetzt, dass die Gegenbeispiele tatsächlich auch nicht einfach durch Störgrößen oder so etwas entstanden sind. Das hatte ich ja dann angesprochen. So, wenn wir so nach und nach durch Naturbeobachtung und Experimente können wir den Fundierungsgrad wachsen lassen, indem wir Belege auf Belege anhäufen. Oder wir kommen irgendwann wieder bei Null an, weil wir jetzt eine nicht wegzudiskutierende Naturbeobachtung oder ein nicht wegzudiskutierendes Experiment haben. Und da kommen wir, es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, aus Status falsifiziert rauszukommen, nämlich wenn wir feststellen, dass dieses falsifizierende Naturbeobachtung oder dieses falsifizierende Experiment einen methodischen Fehler hat, der dann dieses Ergebnis erklärt. So, ich möchte da mich an ein Thema heranwagen, was auch gerade jetzt wieder aktuell nicht nur wissenschaftlich und nicht nur politisch, sondern auch emotional sehr, sehr stark momentan in der Öffentlichkeit vorhanden ist. Die Aussage, der Klimawandel ist bewiesen. Dazu möchte ich ein paar Kommentare abgeben. Zunächst einmal, wir haben es hier mit einer Theorie zu tun, ja. Eine Sammlung von Hypothesen, die einen gewissen Fundierungsgrad jeweils haben, ja. Das ist jetzt völlig wertungsfrei gemeint, ja. Eine Sammlung von miteinander verbundenen Hypothesen. Und diese Hypothesen haben jede dieser Hypothesen hat einen Fundierungsgrad von rein spekulativ bis de facto bewiesen, ja. Einfach nur technische Einordnung. Wobei man dazu sagen muss, dass es da natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen gibt, aber das sei mal jetzt dahingestellt. So, wichtig ist aber generell erst einmal klarzumachen, dass jede Typ Hypothese da ihren eigenen Fundierungsgrad hat. Zum Beispiel haben wir ja viele Hypothesen über die Vergangenheit, ja, dass das bis jetzt der stärkste CO2-Anstieg seit jemals, also der schnellste CO2-Anstieg seit jemals war. Während Simulationen der Zukunft, ohne dass man das verhindern kann, natürlich immer einen geringeren Fundierungsgrad haben. So, mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. So, was hat es mit Falsifikation jetzt wieder auf sich? Ich möchte jetzt ein paar falsche Beispiele von Falsifikation bringen. Erstes Beispiel nochmal Evolutionstheorie. Zum Beispiel den Einwand, solche Sachen, von denen wir ja wissen, geschlechtliche Vermehrung, ist nicht Mutation und Selektion. Ja, Mutation und Selektion ist ja erstmal etwas bei Einzellern. Also es geht da ein bisschen darüber hinaus. Epigenetik, was jetzt seit ein paar Jahren oder seit ein paar Jahrzehnten bekannt ist, dass die Genetik alleine nicht alles besagt, sondern dass auch die Gene irgendwie an- und abgeschaltet werden auf Basis von der Umgebung.
Und auch natürlich alles, was sich hier entwickelt hat, menschliche Kultur und so weiter, dass das jetzt nicht Mutation und Selektion ist. Ja? Also das ist ein Einwand, der durchaus gemacht wird gegen die Evolutionstheorie, dass die Evolutionstheorie, die alles auf Mutation und Selektion zurückführt, nicht richtig sein kann, denn diese Dinge lassen sich ja nicht auf Mutation und Selektion zurückführen. Der entscheidende Punkt ist jetzt, was heißt das Zurückführen auf Mutation und Selektion? Denn die Evolution sagt nicht, dass dies Mutation und Selektion ist, dass es nicht in dem Sinne zurückführbar ist, in dem Sinne, dass man sagt, Epigenetik ist ein Mechanismus von Mutation und Selektion, menschliche Kultur ist ein Mechanismus von Mutation und Selektion. Das ist es sicherlich nicht. Aber dass dies alles durch Mutation und Selektion entstanden ist, ja, das ist der entscheidende Punkt. Im Grunde ist das, dieser Einwand ein Strohmann-Argument. Strohmann-Argument heißt, man schiebt der anderen Seite irgendeine Behauptung unter, diese andere Seite gar nicht gemacht hat, die man aber leicht widerlegen kann. Und dann wäre der Standpunkt der anderen Seite widerlegt. Ja, das ist ein Strohmann-Argument. Und das ist hier ein Strohmann-Argument, das eben untergeschoben wird, dass dies die Aussage der Evolutionstheorie ist. Aber in Wirklichkeit ist das da die Aussage der Evolutionstheorie. Zwei völlig verschiedene Dinge. Eine weitere falsche Form von Falsifikation ist der moralistische Fehlschluss. Was hat es damit auf sich? Dafür hat Christian Morgenstern mal schon vor ein paar Jahrhunderten eigentlich das Ganze kurz und knapp zusammengefasst in einer seiner Aphorismen. Das heißt zum Beispiel, dass Sachen als falsch angesehen, weil sie nicht den ethischen Normen entsprechen. Zum Beispiel hier Intelligenzquotient, wenn man den zwischen den verschiedenen Ethnien misst, dann stellt man fest, dass es da massive Unterschiede gibt. Ja? Also, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein, das kann nicht sein, also ist das nicht wissenschaftlich richtig. Also ist das, wenn es nicht wissenschaftlich richtig im moralischen Sinne ist, dann ist es auch nicht wissenschaftlich im engeren Sinne. Ja, dann ist das keine Wissenschaft, sondern, weiß ich nicht, Alchemie oder so, was auch immer. Der Punkt ist natürlich der, diese Aussage stimmt, dass die IQ-Studien massive Unterschiede zwischen den Ethnien aufzeigen. Nur, wir hatten das ja schon, dass der IQ oder die Intelligenztests natürlich nicht die wirkliche Wahrheit sind, ja, dass sie insbesondere auch nicht kulturunspezifisch sind, ja, dass wenn Sie einen Intelligenztest von einer Sprache in eine andere übertragen, um möglichst Vergleichbarkeit herzustellen, dieselben Testaufgaben, dann ist das eigentlich ein völlig unmögliches Unterfangen. Sie können einen Intelligenztest nicht wirklich eins zu eins in eine andere Sprache übersetzen, weil die Sprachen nicht eins zu eins isomorph sind, weil die Begrifflichkeiten subtil etwas anderes bedeuten und so weiter. Und es ist auch die Frage, ob so Multiple-Choice-Tests wirklich auch bei jeder Ethnie die richtige Form sind, um Intelligenz zu messen und solche Sachen. Ja, also dass massive Unterschiede aufgezeigt werden zwischen den Ethnien durch Intelligenztests, ist richtig, aber es besagt nicht das, woran man zuerst denkt. Es ist eine Aussage eher über Intelligenzquotienttests als über die Ethnien. Evolutionstheorie gerade am Ende des 19. Jahrhunderts und vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man aus der Evolutionstheorie fälschlich abgeleitet Überleben des Stärksten. Englisch Survival of the Fittest, die englische Formulierung, die, glaube ich, auf Charles Darwin selbst zurückgeht, bedeutet aber nicht Überleben des Stärksten. Es bedeutet Überleben des Angepasstesten. Und das ist ein großer Unterschied. Die verschiedenen Individuen und Spezies treten nicht im Kampf gegeneinander an,
und wer der Stärkste siegt, sondern sie stehen in Konkurrenz zueinander. Und derjenige, das Individuum und die Spezies, die an die momentanen Umweltbedingungen am besten angepasst ist, hat die größten Überlebenschancen. Ja? Das heißt also, aus der Evolutionstheorie zu Schlussfolgern, die Völker sollen gegen den Sozialdarwinismus, die Völker oder die sozialen Schichten innerhalb eines Volkes sollen gegeneinander kämpfen und der Stärkste gewinnt und das ist natürlich und richtig. Das ist natürlich aus unserer heutigen Sicht widerlich, aber es ist auch nicht valide. Es ist keine valide Schlussfolgerung aus der Evolutionstheorie. Um Letzteres geht es uns natürlich. Um Ersteres, ob das widerlich ist oder nicht, geht es uns hier in dieser Lehrveranstaltung natürlich weniger. Ups. So. Karl Popper und andere haben auch noch ein bisschen weitergedacht. Falsifikation ist ja gut und schön, aber sie haben festgestellt, dass es oft schwierig ist, irgendwelche Theorien, politische Theorien, Ideologien, Religionen zu falsifizieren, weil da Immunisierungsstrategien entwickelt worden sind. Hier sind drei, die ich herausgegriffen habe, zu denen ich auf der nächsten drei Folien noch was sagen werde. Und da können Sie auch selber noch weitergehendes nachlesen, wenn Sie wollen. So, was sind diese Lehrformeln? Das ist jetzt nicht Karl Popper, sondern jemand anders. Das sind so Gummi. Aussagen oder Watte-Aussagen, je nachdem, wie Sie es bezeichnen wollen. Ja? Aussagen, die man nicht richtig greifen kann. Wenn man sie nicht richtig greifen kann, kann man sie auch nicht falsifizieren. Ja? Man kann sie nie so präzisieren, dass man daraus präzise Vorhersagen herleiten kann, die man falsifizieren könnte. Also so Theorie, eine Wolke, eine sprachliche Wolke, wenn man so will. Zum Beispiel Sozialismus. Es gibt nicht den Sozialismus. Ja. Jeder hat da seine eigene Vorstellung, was Sozialismus ist. Wenn Sie sich die Geschichte des Sozialismus, des Kommunismus in der Sowjetunion beispielsweise, gerade in der frühen Sowjetunion ansehen, oder auch anderswo, beispielsweise auch in der Weimarer Republik in Deutschland, ja, da hatten die einzelnen Strömungen auch verschiedene Vorstellungen von Sozialismus. Lenin, Trotzki, dann Stalin. Oder hier in Deutschland beispielsweise auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, wieder eine andere Vorstellung und so weiter und so fort. Ja. Und warum hat das diese Begriffsfolge etwas mit Kritik-Immunisierung zu tun? Weil es hat ja nun schon etliche Versuche in verschiedenen Ländern gegeben, ja, im zaristischen Russland, woraus die Sowjetunion geworden ist, dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Osteuropa, China, Volksrepublik China, Nordkorea, Kuba und diverse andere Länder, Kambodscha beispielsweise unter Pol Pot. Und das Ergebnis war jedes Mal Millionen von Toten. Okay, in Kambodscha waren es, glaube ich, keine Millionen, sondern nur 100.000, aber es hat etwas damit zu tun, dass das Land auch nicht so viele Einwohner hat. Ja, also könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, dass der Sozialismus, Kommunismus doch irgendwie widerlegt ist. Und vor allem, weil bis jetzt das auch noch nie irgendwo so richtig gut funktioniert hat. Auch die Volksrepublik China ist ja nach dem Tod von Mao Zedong dann in den Jahren danach unter Deng Xiaoping ziemlich und bis heute doch ziemlich stark abgewichen vom kommunistischen Ideal. Ja, der Deng Xiaoping hat das, glaube ich, so formuliert, es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Also es ist egal, was wir für eine Wirtschaft haben, Hauptsache sie funktioniert, so nach dem Motto. Ja. Aber die Immunisierung hier ist, ja, das war alles noch nicht der echte Sozialismus. Der echte Sozialismus ist ganz anders und dann wird das Paradies auf Erden eintreten. Ja, also das ist so ein Beispiel für eine Lehrformel, wo man sagen muss, Leute, wir können das nicht widerlegen, was ihr da behauptet habt, aber das, was ihr da behauptet, ist auch nicht würdig widerlegt oder überhaupt berücksichtigt zu werden. Wenn es nicht falsifizierbar ist, dann ist es nichts. Das kennt man auch unter anderen Begriffen. Ein Begriff, der im Angelsächsischen sehr verbreitet ist, ist No True Scotsman.
Das heißt, hat sich einfach so historisch ergeben, dass man von Schotten da spricht. Geht wahrscheinlich auf irgendwelche Fälle zurück, in denen es tatsächlich um Schotten ging, nehme ich mal an. Also, kein wahrer Schotte macht X, keine Ahnung, was X ist. Also, kein wahrer Schotte mag Engländer oder so etwas, weiß ich ja nicht. Es gibt sicherlich einige Schotten, die das unterschreiben würden. Einige, vielleicht nicht viele. Kein wahrer Schotte macht das und das, aber Mac so und so macht doch das und das. Antwort, ja, dann ist das eben kein wahrer Schotte. Das ist dieses No True Scotsman Argumentation. Das ist also genau dasselbe, im Prinzip dasselbe wie Lehrformel, dass man offen hält, was ein wahrer Schotte ist und jedes Mal, wenn jemand kommt mit einem Gegenbeispiel, dann verändert man sozusagen seine Vorstellung, was ein wahrer Schotte ist, indem man das Beispiel dann sozusagen madig macht. Weiterer Kritikimmunisierung, doppelt verschanzter Dogmatismus, das kennt man aus der Psychologie. Der Patient ist Patient in einer Anstalt, in einer geschlossenen Anstalt vielleicht, ja, wird untersucht. Es finden viele Gespräche vom medizinischen, psychologischen Personal mit dem Patienten statt und nach allem, was man sagen kann, erscheint dieser Patient absolut seelisch gesund. Und jetzt kommt die Immunisierung gegen die Aussage, dass der Patient wirklich gesund sein könnte, dass man ihn fälschlich weggesperrt hat, dass man sich selber sagt, dass man sich selber vortäuscht, sich selber einredet. Ja, wenn es wie seelische Gesundheit aussieht, das ist ganz, ganz typisch dafür, dass das für die und die seelische Krankheit. Ja, so dass man also den Beweis des Gegenteils umkehrt in einen Beweis dessen, was man eigentlich glaubt. Wie es zu dieser Formulierung doppelt verschanzter Dogmatismus kommt, weiß ich jetzt nicht, wird sich aber sicherlich irgendwo in der Literatur, im Internet finden lassen. Oder ein anderes Beispiel, auch noch aus der Psychologie, dass ein Mensch als besonders empathisch erscheint und die Schlussfolgerung ist, wir wissen, dass Psychopathen, also Menschen, die extrem unempathisch sind, salopp formuliert, dass die sehr geschickt sind im Vortäuschen von Empathie. Also, wenn der Mensch besonders empathisch ist, ist es ein Zeichen dafür, dass er gerade als Psychopath absolut nicht empathisch ist. Ja, das ist die Umkehrung sozusagen eines Arguments, das für die eine Richtung spricht, in ein Argument, das für die andere Richtung spricht. Ja. Was auch nicht völlig falsch ist, ja. Also es ist ja so, dass Psychopathen sehr geschickt sind im Vortäuschen von Empathie, sagt man zumindest. Ist zumindest die allgemeine Erfahrung, so dass es nicht völlig abwegig ist zu vermuten, dass dieser Mensch dann doch ein Psychopath ist. Aber man darf es natürlich nicht als strenge Schlussfolgerung hernehmen. Das ist der entscheidende Punkt, wo hier das Wort Dogmatismus dann seine Berechtigung findet. Konventionalistische Wendung, Widersprüche durch Tricksereien auflösen, Begriffe umdefinieren, bis sie passen, zum Beispiel Menschenrechte. Ja, Sie erinnern sich sicherlich nicht daran. Ich erinnere mich daran, an die Zeit des Kalten Krieges bis 1989, als die entwickelte Welt in zwei Teile aufgeteilt war, der Westen und der Osten. Und im Wesentlichen durch westliche Staaten wurden die Menschenrechte, ja, die UNO-Charta der Menschenrechte, UNO-Menschenrechtskonvention und ähnliches formuliert und von der UNO verabschiedet. Und da gab es viele Staaten, auch heute noch viele Staaten, unter anderem damals die Ostblockstaaten, die natürlich mit dem Thema Menschenrechte ein gewisse Probleme haben. Recht auf Freizügigkeit, also freie Ortswahl, frei irgendwo hinreisen, wohin man will, sofern man das Geld dafür hat, und ähnliches. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. So, nun begab es sich aber zu der Zeit, ab den 70er Jahren vor allem, also ab dem Ende der 60er Jahre, dass es in den westlichen Staaten hohe Arbeitslosigkeit gab und flugs hat man die Möglichkeit gefunden,
den Begriff Menschenrechte umzudefinieren. Ich glaube, ich hatte das Beispiel schon. Ich kann mich erinnern, dass im Ostfernsehen damals tatsächlich solche Aussagen gesagt worden sind. Das Recht auf Arbeit ist das wichtigste Menschenrecht. Ja, das hat sich derweil jetzt nicht aus den Fingern gesogen. Das ist mehr oder weniger wörtliches Zitat aus dem Fernsehen der DDR. Mehrfach. Ja, also ein Beispiel für diese konventionalistische Wendung. Anderes Beispiel dafür jetzt aus der hohen aus der Kosmologie, also aus der reinen Wissenschaft wieder, ist jetzt aus der Kosmologie. Sie erinnern sich, Sie haben sicherlich mal irgendwann gehört, dass man früher an ein geozentrisches, der naive Glaube an geozentrisches Weltbild, wir ruhen, die Erde ruht, sei es nun als Scheibe oder sei es als Kugel, ist in dem Punkt jetzt erstmal egal. Und alles kreist um die Erde, so wie wir das ja beobachten können, nicht? Die Sonne bewegt sich jeden Tag einmal so von Osten nach Westen und die Sterne bewegen sich nachts entsprechend um den Nordpol herum oder um den Südpol, je nachdem, wo sie sind. Der Mond bewegt sich entsprechend und so weiter und so fort. Ja, also das ein sehr naheliegendes Weltbild, dass wir in der Mitte sind, dass wir sozusagen das Zentrum sind und alles kreist um uns, was ja auch schmeichelhaft ist für die Rolle des Menschen als Mittelpunkt des Universums. So, alles dreht sich und was noch hinzukommt, perfekte Kreisbahn. Das ist dann so eine gewisse ideologische, religiöse Überhöhung. Es kann nicht sein, dass das Universum nicht perfekt ist. Es kann nicht sein, dass gerade diese göttliche Sphäre da im Himmel nicht perfekt ist. Also müssen das Kreisbahnen sein, weil das die perfekte Umlaufbahn ist. Allerdings passt das nicht. Ja, wir wissen ja, Sie wissen aus dem Physikunterricht sicherlich, erstens mal natürlich, dass nicht die Gestirne alle um die Erde kreisen, wenn dann überhaupt nur der Mond. Und dass es auch nicht perfekte Kreisbahnen sind, sondern dass es Ellipsen sind, die auch kleine relativistische Korrekturen haben. Das heißt, die Ellipse, mit der sich ein Planet um die Sonne dreht, die wandert auch im Laufe der Zeit durch kleine relativistische Effekte. Aber man hat damals schon Himmelsbeobachtungen machen können, die einfach zu diesem Bild nicht passen. Zum Beispiel, wenn Sie äußere Planeten sehen, so wie den Mars, also vor allem Jupiter und Saturn, das ist interessant, dann sehen Sie manchmal alle paar Jahre mal eine merkwürdige Sache, dass der Jupiter beispielsweise seine Bahn zieht, immer langsamer stehen bleibt, ein klein bisschen rückwärts geht, wieder stehen bleibt und dann wieder seine übliche Vorwärtsbahn weiterzieht. Beim Saturn genauso. Es gibt eine Theorie, dass der Stern von Bethlehem tatsächlich so eine Doppel-, also Saturn, Jupiter, also ein paar Jahre vor unserer Zeit, vor unserem Jahr Null, gab es eine Situation am Himmel, dass Jupiter und Saturn nebeneinander waren, Konjunktion nennt man das, dass sie nebeneinander waren und beide gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig, diese komische Bewegung gemacht haben. Und eine Theorie ist, dass das der Stern von Bethlehem vielleicht sein sollte. Man hat keine anderen Theorien, was das der Stern von Bethlehem vielleicht hätte sein können. Gut, und sowas passt überhaupt nicht zu der Vorstellung, dass Jupiter und Saturn sich um die Erde drehen, nicht? Wo soll da diese Rückwärtsbewegung herkommen? Schon gar nicht, wenn alles perfekt ist im Himmel. So, und dann hat man angefangen, man ist nicht weggegangen von der perfekten Kreisbahn. Das war dann erst, ich weiß nicht, wer der Erste war, Kepler oder wer der dann wirklich der dann wirklich von elliptischen Bahnen ausgegangen ist. Sondern bis dahin ist man immer von der perfekten Kreisbahn ausgegangen. Davon wollte man nicht ablassen und hat sich dann überlegt mit Epizyklen.
Ich habe kein Bild von Epizyklen hier reingenommen. Sie finden leicht im Internet Bilder davon. Warum habe ich kein Bild reingenommen? Weil ich mir keinen Ärger machen will wegen Urheberrechten oder so etwas. Und ich wollte auch kein komplexes Bild da erst selber dafür malen. Also Sie finden ist kein Problem, mit dem Stichwort Epizyklen da entsprechende Bilder zu finden. Dass die Himmelskörper auf großen kreisförmigen Zyklen und dann nochmal, also dass der Schwerpunkt eines kleinen Kreises, dass die auf einen kleinen Kreis rotieren, um einen Schwerpunkt herum, der einen großen Kreis um die Erde beschreibt und so weiter. Und das wurde dann natürlich immer abenteuerlicher, weil es einfach nicht zusammengepasst hat mit den Himmelsbeobachtungen, weil einfach die Theorie grundsätzlich nicht gestimmt hat. So, also damit haben wir jetzt ein paar solcher interessanter Punkte, hoffentlich interessanter Punkte gesehen, die für Sie hoffentlich auch wertvoll sind. Wir sollten noch einen kleinen Punkt hier, wenn wir bei Theorien sind, uns anschauen. Theorie versus Weltbild. Das ist ein häufiges Missverständnis. Da möchte ich noch mal auf die Situation in der Physik am Anfang des 20. Jahrhunderts zu sprechen kommen. Also da, wo sich Relativitätstheorie und Quantenmechanik entwickelt haben. So, bis dahin war das physikalische Weltbild in vielerlei Hinsicht nah an der naiven Weltvorstellung. Ja, wir haben drei räumliche Dimensionen, wir haben eine zeitliche Dimension, die nichts miteinander zu tun haben, wir haben eine unveränderliche Masse. Ja, jedes Objekt hat eine unveränderliche Masse. Und so weiter und so fort. Und es gibt eine Kausalitätskette. Ja, jede Wirkung hat eine Ursache und so weiter. Und was ich schon gesagt hatte, wenn man diese naive Vorstellung haben will, dann kommt man kaum drum herum, so etwas wie einen Äther, war der Name, den sie ihnen gegeben haben, zu postulieren, weil man irgendwie erklären musste, dass sich elektromagnetische Wellen im Vakuum fortpflanzen. Was soll das heißen? Sie pflanzen sich im Vakuum fort. Sich fortpflanzen geht, ist nur denkbar mit einem solchen Stoff. Alle Vorgänge streng kausal, eben gesagt. Und dann kam eben der Schock, dass das alles nicht stimmen kann, dass Experimente gezeigt haben, diese naive Vorstellung von der Welt kann nicht stimmen. Und es hat dann Jahrzehnte gedauert, bis dann wieder entsprechend eine neue schlüssige Theorien entwickelt worden sind, die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die diese Lücke dann wieder gefüllt haben und wieder ein in sich geschlossenes Weltbild zeigen, das aber für den Menschen nicht mehr vorstellbar ist, das im Grunde nur noch mathematisch beschreibbar ist. So, und das hatten ziemliche Schockwellen nicht nur durch die Physik, sondern durch die ganze Wissenschaftswelt mehr oder weniger stark geschickt, nämlich, dass man mal überdenkt, was ist da eigentlich passiert, ja? Weil der Punkt ist einfach der, die Formeln des alten Weltbildes, des Bildes aus dem 19. Jahrhundert, ja, Keplersche Regeln, Newton-Regeln und so weiter und so fort, die gelten ja immer noch. Die sind immer noch korrekt, wenn auch in extremen Umständen, im subatomaren Bereich oder bei kosmischen Größenordnungen, müssen sie leicht korrigiert werden aufgrund der Erkenntnisse aus Relativitätstheorie und Quantenmechanik. Ja, es gilt eigentlich immer noch, aber das Weltbild ist ein anderes. Und die Idee, mit der man da jetzt weiterkommt, ist, dass man Theorie und Weltbild trennt, dass das mit dem Äther und so weiter eine metaphorische Verstehung, dass man gar nicht jetzt wirklich postuliert, es muss da ein Äther geben, sondern eben sagt, okay, es könnte sein, dass das Ganze sich erklären lässt durch einen Äther. Schauen wir mal, ob das der Fall ist oder schauen wir mal, ob das nicht der Fall ist. Ja, dass wir kein wirkliches, dass uns ein Weltbild einfach nur noch eine Erklärhilfe ist. So könnte man sich vorstellen, wie die Formeln, was hinter den Formeln steckt, aber ohne jeden Wahrheitsanspruch. So, das heißt also, die Theorie im Sinne von einem Satz von Formeln, beispielsweise bei der Relativitätstheorie oder bei der Quantenmechanik, die wird nicht umgeschmissen. Du, oder die Physik des 19. Jahrhunderts
als große Formelsammlung, die wird überhaupt nicht umgeschmissen, sondern nur verfeinert. Ja, die Formeln der Relativitätstheorie, der Quantenmechanik, wenn Sie die anwenden auf unsere menschlichen Skalengrößen, dann sind die identisch mit den Formeln des 19. Jahrhunderts. Aber das Weltbild kann sich ändern, dadurch fundamental ändern. Aber das ist kein Problem, wenn man das Weltbild wirklich auffasst als eine metaphorische Verständnishilfe, wie eben auf der letzten Folie. Sodass das eigentlich nicht wirklich ein Problem ist. Das heißt also, nur die Formeln, eben das, was falsifiziert, kommen wir wieder zu Karl Popper zurück. Nur das soll wissenschaftlich sein, nur das soll eine Theorie sein, was falsifizierbare Vorhersagen erlaubt. Und insoweit wir nicht über die Beobachtungsmöglichkeiten des 19. Jahrhunderts hinausgehen, insofern passt die heutige Physik auf die Physik, ist sie identisch mit der Physik des 19. Jahrhunderts. Ja, heutzutage haben wir verfeinerte Messmethoden. Wir haben beispielsweise Atomuhren, mit denen wir die Zeit mit einem Genauigkeitsgrad messen können, dass wir tatsächlich experimentell überprüfen können, die Vorhersage. Wenn Sie ein hohes Haus haben und Sie haben eine Atomuhr unten und eine Atomuhr ganz oben, dass die Atomuhr ganz oben ein ganz, ganz klein wenig langsamer geht als die Atomuhr unten, weil sie ein ganz, ganz klein wenig weiter entfernt ist von dem Gravitationszentrum Erde. Und zwar ganz wichtig, was man da misst, nachdem man sämtliche Stellgrößen eliminiert hat, ist tatsächlich der Unterschied, exakt der Unterschied, der durch die Formel der Relativitätstheorie auch vorhergesagt wird. So, wir haben jetzt den Begriff Theorie in empirischen Wissenschaften kurz angesehen. Was heißt Theorie in der Mathematik? Da heißt es was anderes. Das muss man sich klar sein. Das heißt einfach nur, Funktionentheorie ist ein gewisses Gebiet der Mathematik. Ja, also Funktionentheorie ist die Theorie der Funktion. Ist nichts Abgeschlossenes, sondern jede neue Erkenntnis, die über Funktionen kommt, fällt unter Funktionentheorie. Also eigentlich sollte ich genauer gesagt von komplexen Funktionen, differenzierbare Funktionen, komplexen Räumen sprechen, weil nur das eigentlich mit Funktionentheorie gemeint ist. Aber ich denke, das macht jetzt keinen Unterschied. Galois-Theorie ist eine Theorie über alles, über gewisse Aspekte der Nullstellen von Polynomen. Und interessant, der Begriff Galois-Theorie umfasst halt das, was man sich zu diesem Thema hier, was halt zu diesem Thema alles passt, viel, viel mehr als dieser Évariste Galois, dieser Mathematiker selber herausgefunden hat. Ja, alles, was mit Symmetrien der Nullstellen von Polynomen zu tun hat, fällt unter Galois-Theorie, auch wenn Galois natürlich nicht alles davon selber entwickelt hat, sondern viele weitere Entwicklungen seitdem gekommen sind. So, das ist der ideale Cliffhanger. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Wir sind auch fast mit der Zeit durch. Dann möchte ich an dieser Stelle die Aufzeichnung stoppen. Moment.